Jo, da sind wir wieder. Und ja, wir sind in Grey oder Grey Cliff und versuchen heute mal ein bisschen professionell und ernsthaft zu klingen. Und deswegen spreche ich mit einer tiefen Stimme, die für manche vielleicht etwas irritierend sein könnte oder als sexuell anregend erfasst werden könnte. Alle haben schon wieder ein Rohr in der Hose. Das war's mit der Professionalität. Verdammt. Ich hasse diese Steinmenschen. Und ich glaube, sie mögen mich auch nicht. Hast du mal versucht, also ich will jetzt ganz seriös fragen, hast du mal versucht, ein Gespräch mit ihnen anzufangen? Vielleicht könnt ihr ja, vielleicht, ich Das gebe es auf. einzige Gespräch, was ich mit denen führe, das sind aggressive Verhandlungen. In einer Hinsicht hat jeder recht, Meister. Die Verhandlungen waren sehr kurz. Okay, wir brauchen, glaube ich, dringend eine stärkere Waffe. Ja, hier gibt es ja den Granitsperr dann nachher. Ich will gar nicht wissen, wie der hier heißt. Wahrscheinlich Penislutscher oder so. Ich glaube es auch, ja. Wow. Du musst das einfach loswerden. Dieser Steinmensch Was? sieht viel besser aus als du. Ja, er hat kahlrasierte Eier, ne? Ja. Dieser Schleimhaufen sieht auch besser aus als du. Ja, er hat weichere Brüste. Man kann sie sogar vervielfältigen. Ja, wie Knetgummi. Oh, prima, prima, Knetgummi. Tja. Ja, wir haben es verstanden. It's a bird, it's a plane, no, it's a shitty game. Ja, diese Vögel mag ich nicht. Ja, die haben so einen Hirschgeweih auf dem Kopf. Jetzt fast gesagt Arschgeweih auf dem Kopf. Aber sowas haben ja nur Frauen. Am Kopf? Ja. Die Wenn man haben ein den Arsch. Arschgeweih am Kopf hat, ist man dann ein Arschgesicht? Das nenne ich eine Überleitung. Ey, ihr geht mir auf den Wecker, ihr alten Deswegen mag ich die Scheißviecher. Vögel nicht. Ey, ich hatte sonst nie solche verfickten Probleme mit denen. So, Ruhe im Karton. Ach ey, leck mich doch an der Eier. Nein, danke. Glaubt mir, Leute, das wollt ihr nicht. Ich hab's ausprobiert. Mit Himbeergeschmack. Ich hab's bei Oh. Sigi ausprobiert und seitdem, nee. Seitdem schmeckt ihr nur alles nach Gummibären. Ich habe die Vögel getötet. Gut gemacht. Du haben Essen nach Hause gebracht. Scheiße. Au. Ups. 17, Hilfe. Isst du da eigentlich Ice Cream? Yes, Eis am Stiel. Nur am Stiel. Au. Was denn, Erdbeer? Orange im Himbeer ist es, glaube ich. Ich dachte Erdbeer. Nö. Ich mag künstlichen Erdbeergeschmack nicht. Da kommen wir noch nicht hoch.
Oh yeah. Yeah. Habt ihr gerade gehört, wie sie... Ach, egal. Ich sag nichts. Ja, ich glaube, das Niveau dieser Episode ist schon am Boden. Ja, noch tiefer, noch ein tieferer Tiefpunkt als ohnehin schon, ne? Bitte nicht tiefer. Tiefer. Tiefer? Also ein Charakter aus Final Fantasy. Mhm. Ha! Gut reagiert. Scheiße. Oh, doch nicht. Ich dachte, hier bräuchte ich erst den Dingenspeer. Oder kriege ich hier den Dingenspeer? Ich kriege ihn. Rockspear. Können sich nicht mal ein Car leisten. Tja, es ging sicher auch Dreads nicht aus. Nein, wir kommen nie wieder raus. Ja, aber zum Glück bin ich kein Mädchen und weiß, wie man diese Situation meistert. Earth. Stirb. 113, ey, da krieg ich ein Ohr. Ich hätte gerne einmal die 69 mit Anni, bitte. Und einen 6 Schaden. Und Roof Damage. Roof Damage. Ja, da können wir immer noch nicht hoch, aber wir können den Schlammmenschen tot machen. Ja, und ich will die Leute hier töten. Ja, und ich weiß, du willst jetzt sagen, die haben mir nichts getan. Die halt hier sagen, es gibt keinen Grund. Warte mal. Wie sage ich das jetzt? Verdammt. Das geht sich nicht aus mit dem, was du sagen willst. Nicht wirklich, nein. War das überhaupt richtig jetzt in dem Kontext? Nein, überhaupt nicht. Es war nicht mal grammatikalisch richtig. Muss ich vielleicht runterspringen? Nee, ich muss hier rüberspringen. Nein. Nein! Hey. Yeah. Hä? Okay, es reicht. Wir haben doch gerade erst angefangen. Wir haben doch nur an der Oberfläche gekratzt. Und ich dachte, das Niveau kann nicht tiefer sinken. Ich sag doch, wir haben jetzt gerade an der Oberfläche gekratzt. Naja. Mit meinem Speer bringe ich Felsen zum Explodieren. Da läuft ihr die geschmolzene Eiscreme runter. Den Körper hinab. Vermischt sich mit ihrem Schweiß. Der Schweiß ist heiß. Das war der dicke Schmatzer. Mach doch schon. Mach ihn fertig. Ich kann noch nicht. Ich bin noch nicht so weit. Du bist doof. That's what you are. Oh Gott, die Kerle. Der unten.
Schlag mal ein paar Räder. Talking Rock. Hört sich an wie ein Glückstagskanal, wenn du von so einer Bank runterspringst. Ja, irgendwie schon. Mach nochmal. Oh, ja. Wie der da hochklettert. Oh, ich laufe immer links lang. Ja. Ist ja nicht so, als hätten wir jetzt eine andere Wahl, ne? Ja. Aber ich glaube, wir sind auf dem Right Way. Romantischer Hintergrund. Ja. So ein starkes. Ja, hier gibt's dann, glaube ich, wie gesagt, Clown. Die Gartenkralle. Geld. 1709. Boah, ich muss rübsen. Ja, bitte. Nee. Was, nee? Wenn, dann mache ich das still und heimlich. Ach, Mann. Ach, Mann. Ja, du schneuzt nicht, du rülpst nicht. Obwohl du sie jedes Mal musst und kannst. Ich habe mich schon mal geschneuzt. Vorlaufen. Ja. Deswegen bist du ja auch das Schnäuzchen und hast den Kanal erstellt, der so heißt. Ja. Du wurdest schon damals so genannt. Ja. Nichts. Nein! Boy! Wow! Oh, ich sehe da was blinken! Du. Something flashed in Periton's Nest. Sharp Claws. Yeah. Das passiert mir immer, immer. Fick dich, du Vogel. Okay. Das alles nur für einen Medium Vibe. Für einen Medium Vibe. Wow, critical. Au. Bitte ein Gegner, bitte ein Gegner, bitte ein Gegner, bitte ein Vogel, bitte ein Vogel, bitte ein Vogel, bitte ein Vogel. Fütter den Vogel? Bitte ein Vogel, bitte ein Vogel. Verdammt. Du hast einen Vogel, glaube ich. Oh ja. You have a gigantic bird. And you have a quake, course, a tremor, shine is immobilized. That's what you have. That's what you got. Du hättest doch einfach durchs Wasser schwimmen können. Aber nein. Tja, Ja, ich muss da hochklettern, ich weiß. Aber muss ich doch in das Loch?
Ich weiß es nicht. Das sind wieder die Ninjas. Ninjas in Pyjamas. Boah, der hat sich jetzt voll fertig gemacht. Die machen mich fertig! Nein! Wow. Der schlägt wieder Räder. Der Muni hat ja auch angefangen, Terranigma aufzunehmen. Und ich weiß auch, dass Sigi sein Gast war, als er hier war. Wollte ich jetzt nur mal sagen. Ja. Ich war auch mal Gast bei ihm. Nein! Ich weiß, dass du Gast warst. Sogar ich war Gast. Ich war Gast, als er die Menschen wieder erweckt hat. Und als er in der Zombie-Stadt war. Ja. Und dann anschließend im Schloss. Ja, immer noch nicht alles hochgeladen. Glaub ich. Level up wäre wieder schön mal. Nicht wahr? Das ist immer schön. Of course. Oh yeah. Ah. Aha. Let's drink it, baby. Come on and drink it, baby. Just keep schlucking, du Luder. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Keep schlucking. Keep ice creaming. Keep ice pieing. Grandma's pie? Ich will es nicht wissen. Ich kann es mir denken, was daran so lustig sein soll. Ich will nicht drüber nachdenken. Weil du es nicht verstehen würdest. Hoffentlich würde ich es nicht verstehen. Bist du denn ja nicht neugierig? Nein. Weißt du noch, in welcher Schulklasse du Sexualkunde hattest? In der Grundschule. Oh. Ja, in der Mitte. Ja, Grundschule ist klar. Welche? Wie viele Grundschulklassen gibt es in Österreich? Auch 4? Ja. Ja, dritte oder vierte? Und dann irgendwann im Gymnasium. Nur die Streber ein. Tja. Die dann später mal studieren wollen und sich für was so Großes halten. Die bis Oktober Ferien haben. Ich hätte jetzt fast gesagt, Halsmaul. Ja, trau dich, hm? Nee, ich schicke gleich einen riesen Vogel auf dich, ja?